So, heute filmen wir wieder. Wir haben jetzt hier zwei Koyo, also ein Gindrim-Koyo, einen Koyo, beide von Ipinia. Wir haben so 75 cm, vielleicht 80, 75 bis 80. Dann haben wir einen Tancho Sakura Ogon, der da so 70, 75, vielleicht etwas mehr. Die Fische haben wir schon länger, also wir haben die groß gezogen. Tancho Sakura Ogon, in der Größe glaube ich nicht, dass es viele in Japan gibt. Wir haben den als Nisai oder Sansai gekauft mit 50 cm. Also ist praktisch ein metallischer Tancho Sakura Ogon, ist ja bekannt. Und das ist eben die Ausführung des Punkt. Von den Koyos her, ich bin ja sehr bekannt für die Koyo. Der hat die praktisch gezüchtet, also als Erster, und hat dementsprechende Muttertiere, also der Gindrim hier ist auch gekauft schon als Nisai, der andere genauso. Also wer hier noch einen schönen ausgefallenen großen Fisch sucht, der kann sich melden. Der Tancho ist ein Naturtancho und dann ist nichts dran rumgeschnitzt worden, deswegen ist der auch nicht so ganz gerade, aber ich finde ihn trotzdem hübsch. Also der Fisch ist sehr plakativ, also sehr ansprechend, hat eine gute Hautqualität. Er hat noch ein paar kleine rote Karotinflecken hinten, die hat er schon immer. Die sind nicht leer geworden, also kann ich aus Recycle zeigen. Die sind schon immer auch, wo er klein war. Wenn hier jemand Interesse hat, dann große, sehr, sehr gute Fisch, qualitativ wirklich gut. Der kann sich dann melden, der gibt Auskunft, E-Mail oder Telefon oder ihr besucht uns einfach. Und dann kann man da über diese Käufe sprechen. Oder dir ein Live anschauen. So, jetzt los mit Fotografieren und Messen.